Also, ich werde ein Referat über Dialektik der Natur halten. Dialektik eben auch in erster Linie. Und es ist sozusagen in drei Stufen unterteilt. Im ersten Teil werde ich darüber sprechen, was die Idee von Dialektik im Prinzip ist, ja. Also, was ich meine, wenn ich von Dialektik der Natur spreche, was ich damit überhaupt meine, was für eine Art von Veränderung, ja. Im zweiten Teil werde ich dann darüber sprechen, was Dialektik methodisch eben bedeutet, was Dialektik als Methode ist, und eben was auch das Erkennen Dialektik tatsächlich für Folgen hat und was es tatsächlich bedeutet, ja. Also mal zum ersten Teil. Die wichtigsten Sachen, auch philosophiegeschichtlich, die als erstes festgestellt wurden, sind, dass sich die Realität verändert, dass die Realität nicht konstant ist, sondern dass es Dinge gibt, die sich verändern. Es gibt eine gewisse Bewegung. Und Bewegung ist gewissermaßen, ich meine, das ist natürlich eine triviale Sache. Wir alle wissen, dass sich Dinge verändern. Das ist eine Sache, die recht klar ist, ja. Gleichzeitig gibt es immer extrem viel, auch innerhalb marxistischer Kreise gibt es immer extrem viele Debatten rund um Dialektik. Was ist Dialektik? Gibt es Dialektik wirklich? Ist das vielleicht irgend so ein mystisches Geschwafel, das irgendwelche wissenschaftlichen oder physikalischen Phänomene zu erklären vermeint, aber tatsächlich komplett dubios ist? Das ist natürlich nicht gemeint, ja. Also in erster Linie, wenn ich über die Veränderung der Welt spreche, wenn ich darüber spreche, dass sich die Dinge verändern, dass sie in Bewegung sind, dann mache ich schon eine Feststellung über die Dialektik, ja? Dann spreche ich darüber, dass es Veränderungen gibt, dass die Dinge nicht statisch sind, ja? Also das ist mal sozusagen die erste Beobachtung. Was auch gleichzeitig interessant ist zu sagen, dass im antiken Griechenland auch die Dialektik bewusst war, ja? Also in der Philosophie im antiken Griechenland gibt es viele Philosophen, die über die Dialektik sprechen, wobei die Dialektik früher auch noch bei Sokrates und Platon in erster Linie als bewusste Form der Führung von Widersprüchen, zum Beispiel in Diskussionen, in Debatten verstanden wurde, gab es auch ein großes Bewusstsein für Veränderungen. Ja? Also einer der wichtigsten Vorsokratiker, der darüber gesprochen hat, war Heraklit. Von ihm kommt nämlich auch das wichtige Zitat, dass alles fließt sozusagen. Ja? Dass man niemals in dasselbe Gewässer zweimal treten kann, weil es sich natürlich verändert. Ja? Also hier haben wir ein Bewusstsein für Veränderung. Ja? Was aber gleichzeitig kommt, ist, dass es eben nicht nur Veränderung gibt. Ja? Also es ist ja, oder besser gesagt, die Veränderung läuft auch gewissgemäße Prinzipien ab. Ja? Es ist nicht einfach nur eine Veränderung der Welt, sondern es treffen sozusagen widersprüchliche Kräfte aufeinander. Es entstehen eben Widersprüche und gerade aufgrund der Widersprüche eben und der Tatsache, dass sich diese Widersprüche lösen können und dass sozusagen auf einer neuen Ebene sozusagen anders entstehen, ja, auf einer höheren Ebene. Genau deswegen gibt es eben die Bewegung, weil sozusagen konträre Kräfte aufeinandertreten und dann sozusagen in diesem Konflikt, der entsteht, ja, in diesem Widerspruch, sich lösen können und dann sozusagen eine neue Ebene beschreiten können. Ja. Also das ist eben das. Das ist der wichtigste Punkt, nämlich. Und in dem liegt auch die Möglichkeit des Verstehens eines großen Teils eben der Bewegung der Welt. Ja. Also es ist nicht nur einfach nur bewegt, sondern es gibt Widersprüche. Ja. Da kommt dann später auch noch, komme ich auch noch später darauf zu sprechen. Einerseits gibt es natürlich auch die alles bekannten polaren Gegensätze. Ja? Also es gibt überall positive und negative Ladungen in der Natur. Ja? Also es um den Atomkern kreisen verschiedenste Teilchen, die natürlich negativ und positiv geladen sind, die eben gerade eben auch in einer genauen Anziehungskraft dann zueinander stehen, eben aufgrund ihrer Aufladung, die dann eben auch über das Schwingen um den Atomkern in den Bahnen möglich machen. Ja? Also diese Widersprüche sind eine ganz objektive und recht triviale Sache auch. Ja? Also wir uns begegnen also sozusagen im alltäglichen Leben die ganze Zeit über verschiedenste Formen von Widersprüchen. Physikalische Prozesse sind Prozesse, die durch ihr Gegenteil gehen oder sich in ihr Gegenteil umwandeln. Und die jeweiligen Stadien verweisen ja aufeinander. Das heißt, es wäre ja sinnlos, von negativ zu sprechen, wenn sich da auch ein Positiv geben könnte, auf das sich das denn bezieht. Ja? Also es kann nicht sozusagen eine positive Ladung geben, wenn sich eben auch die Möglichkeit einer negativen Ladung geben würde. Wenn es einfach nur eine Ladung geben würde, dann wäre es diese Ladung. Dann müsste sie sich nicht auf etwas Negatives beziehen. Ja? Also es sind ja alles sehr triviale und eigentlich allseits bekannte Erkenntnisse. Ja? Wenn man diese Erkenntnisse eben ordnet, dann realisiert man, dass sozusagen im Kern dieser Bewegungen eben Widersprüche sind, ja? Also Konflikte und Prozesse, die sich eben durch ihre Widersprüche ausdrücken. Und gerade in dem Punkt ist es möglich,
in einem höheren Grade zu verstehen, wie die Dialektik abläuft, also wie diese Prozesse in Natur eben ablaufen. Ja? Also wir müssen nicht nur von Widersprüchen reden, wir müssen nicht nur davon sprechen, dass sich eben Dinge verändern, sondern wir können auch erkennen, okay, hier gibt es sozusagen gegensätzliche Kräfte, die aufeinandertreffen. Ja? Also es gibt zum Beispiel eine Kraft tritt zum Beispiel auf ein Objekt und bewegt es, oder zum Beispiel ein Körper verbrennt, irgendein Stoff verbrennt, ja? Und der Stoff wird natürlich in dem Verbrennungsprozess zerstört. Und das ist natürlich auch ein Prozess, wo einfach eine Zerstörung stattfindet. Ja? Also der nächste Punkt, eben der relevant ist, dass es sozusagen eine Spannung gibt in den Widersprüchen. Ja? Und was halt eben auch noch erkannt werden kann, ist halt, dass sozusagen es nicht nur Widersprüche gibt, sondern es auch anhand der widersprüchlichen Entwicklung eben der Bewegung, ja, ist es eben möglich, diese Phänomene auch genau zu beschreiben. Ja? Aber es ist eben, gerade eben, weil es eine Spannung gibt, können wir auch verstehen, wie die Prozesse selbst ablaufen. Ja? Also weil es diese Spannung eben gibt, ist es eben möglich zu sagen, okay, wir können eben auch beobachten, ab welchem Punkt eine minimale quantitative Veränderung, unter welchen Umständen eine kleine quantitative Veränderung eben zu qualitativen Veränderungen führt. Ja? Also das können wir eben verstehen, das können wir eben nachvollziehen, weil wir eben realisiert haben, okay, die Welt verändert sich, aber sie verändert sich nicht einfach nur so aus irgendwelchen Gründen, in irgendeinem abstrakten Äther, der einfach nur fließt, sondern sie verändert sich in reellen Widersprüchen. Ja? Sie verändert sich in reeller Materie, die so oder so aufgeladen ist, die so oder so aufgebaut ist, die so oder so konfiguriert ist, oder soziale Strukturen, die so und so aufgebaut sind, in denen eben sozusagen zwei verschiedene Klassen aufeinandertreffen, zwei verschiedene Strukturen aufeinandertreffen, zwei verschiedene Kräfte aufeinandertreffen und dann eben eine neue Sache, ja, sozusagen aufeinandertreffen und dann eben in weiterer Folge irgendwie gelöst werden. Ja? Also, und gerade eben aufgrund dieser Spannung, die entsteht, können wir eben verstehen und dort können wir sagen, okay, es ist es eben möglich, eben unter gewissen Bedingungen, zum Beispiel unter dem Einfluss von kochendem Wasser, dass sich dann eben Wassermoleküle ab eben einem gewissen, dass eben Wasser dann sozusagen ab einem gewissen Druck unter sozusagen physikalischen Normalbedingungen, dass sozusagen ab einer gewissen Hitze dann Wasser verdampft. Ja? Klassisches Phänomen. Wo eben auch ab 100 Grad, ab der konkreten Schwelle, dann das Wasser tatsächlich den Aggregatzustand verändert und dann eben verdampft. Ja? Also genauso wie bei Eis auch, um den gleichen Vergleich, eben, um bei Wasser zu bleiben. Das Wasser verändert sich sozusagen auch ab einem gewissen Grad, wenn sozusagen eine gewisse quantitative Veränderung erreicht ist, nämlich die quantitative Veränderung der Temperatur, dann verändert sich das Wasser qualitativ von dem Zustand des Flüssigen in den Zustand des Festen. Ja? Also auch ein Phänomen, das jetzt nicht allzu sehr erstaunt, weil es ja recht bekannt ist in Wirklichkeit, ja? Dass das Wasser verdampft und das Wasser erstarrt. Also die Grundlagen von Kochen und zum Beispiel Bewegung auf Wasser, wenn es sich nicht um Schwimmen handelt, also Eislaufen und solche Sachen. Ja? Das sind sozusagen alles Phänomene, die wir halt dialektisch verstehen können. Ja? Die Dialektik ist ja einfach nichts anderes, einerseits als eine reelle Bewegung, ja? Und natürlich konkret in unserem Fall als eine Methode, um eben die Widersprüche zu verstehen. Es ist die Logik der Widersprüche. Ja? Also es ist nichts anderes als die Beobachtung aus der Natur, dass sich die Dinge verändern, wie sie sich verändern, wie eben die Widersprüche ablaufen und dann eben sozusagen eine Beobachtung der Widersprüche und eben eine Erkenntnis, okay, das drückt sich eben hier aus. Ja? Das ist eben sozusagen der Kern von dem, was Dialektik eben bedeutet. Ja? Einerseits eine Methode, andererseits meinen wir eben damit aber auch die reelle Veränderung der Welt. Ja? Also die Natur ist tatsächlich Dialektik und es geht darum, eben auch das Verständnis Dialektik aus der tatsächlichen Bewegung der Natur abzuleiten und zu verstehen, okay, wie verändert es sich, ja, sozusagen aus den Prozessen. Und dann können wir eben auch die Gesetze eben finden, dann können wir eben sehen, okay, aufgrund dieser Spannung von Widersprüchen gibt es eben einen qualitativen Umschwung ab einer gewissen quantitativen Veränderung. Da kann dann eben, wie gesagt, eine kleine Veränderung, qualitative Veränderungen auslösen, eben in gewissen Situationen, in gewissen Umständen, ja. Es gibt zum Beispiel ein weiteres Beispiel, das ganz nett ist, auch aus Aufstand der Vernunft, zum Beispiel das Beispiel der Glatze. Wie viele Haare sozusagen abgeschnitten werden können, sozusagen dem Kopf entzogen werden können, bis man von einer Glatze spricht. Ja? Also ein Haar an sich verursacht eine minimale Veränderung, ein zweites Haar auch, aber ab einer gewissen Quantität, ab einer gewissen Menge, ja, die dann eben erreicht ist, in diesem Prozess zeigt sich dann eben eine neue Qualität. Ja? Und das ist eigentlich ein recht interessanter Punkt, ja? Weil man ja erkennt, sozusagen, wenn man sich eben die Haare vorstellt und eine Veränderung der Haare vorstellt, dann haben wir
dieselbe Ausgangssituation, wir haben dieselbe Materie, aber haben ab einer gewissen Veränderung tatsächlich einen neuen qualitativen Zustand. Wir haben eine Sache, die sich anders verhält auch, die anders da ist, die anders sozusagen auch mit der Umwelt agiert, weil es natürlich anders vor Wärme schützt, beziehungsweise eben nicht. Vor Kälte meine ich. Genau, ja. Also es hat einfach eine andere Dynamik. Und das ist ein extrem, extrem wichtiges Gesetz in Wirklichkeit von Quantität und Qualität, weil es ist im, es ist am sozusagen an der Wurzel der gesamten Existenz. Wenn wir die Atome anschauen zum Beispiel, dann können wir eben auch untersuchen, wie sozusagen der Aufbau der Atome, wo wir nur teilweise eine andere Anzahl von Elektronen zum Beispiel haben oder eine andere Spannung haben oder eine andere Konfiguration der Atome, da können wir eben feststellen, wie in diesen kleinen Veränderungen der Atomen komplett andere Eigenschaften entstehen. Ja? Also wie ich zum Beispiel mache, Atome, die eben eine so und so hohe Anzahl von Elektronen haben, dann wieder anders verhalten als andere Atome. Ja? Und das ist eigentlich ein extrem interessanter und wichtige Erkenntnis, ja, zu erkennen, was eben Quantität und Qualität bedeutet. Damit können wir nämlich zum Beispiel auch all jene mystischen und kompliziert erscheinenden Phänomene der Emergenz erklären. Ja. Also Emergenz ist ein Begriff in der Wissenschaft, der gerne benutzt wird heutzutage häufig. Zum Beispiel um Wasser, die Eigenschaft von Wasser zu entstehen. Ein Wassermolekül, also ein paar Moleküle zusammen, sind noch nicht flüssig, aber ab einer bestimmten Menge, ab der Flüssigkeit Wasser, ist sie flüssig. Ja? Also ist es ein emergentes Phänomen, das nicht sozusagen in den einzelnen Teilen entsteht, sondern erst im Ganzen. Ja? Auch eine dialektische Form sozusagen, der Teil und das Ganze. Ja? Aber zurück zu dem, es geht hier eben um die Emergenz. Ja? Es wirkt kompliziert. Ja? Wir haben einerseits ein paar Moleküle und dann haben wir einerseits die Flüssigkeit und wir haben eine andere Eigenschaft, wir haben eine andere Qualität als sozusagen die Moleküle selber. Ja? Also kein großes Grundstück für den objektiven Prozess, für die objektiven Prozesse, die in der Natur eben passieren. Scheinbar schwer zu verstehen für leicht mechanistische oder idealistische Verständnisse von Naturwissenschaft oder von Wissenschaft. Was wir aber haben, ist eben ein ganz klarer Prozess einfach von Quantität und Qualität, wo wir eben quantitative Veränderungen haben, die dann eine neue Qualität schaffen. Ja? Und das ist extrem wichtig, weil wir haben diese Prozesse überall in der Realität, und die erklären eine ganze Menge. Also wenn wir uns zum Beispiel auch anschauen, es gibt ja dubioseste, idealistische Theorien zum Beispiel über das Bewusstsein, ja? Also was zum Beispiel auch seit einigen Jahren wieder kursiert ist, zum Beispiel der Panpsychismus, wo eben auch tatsächlich an großen Universitäten, die in den sozusagen ausgehend von den Philosophie- und Physikfakultäten darüber spekuliert wird, wie Materie beschaffen ist und dort zu der Schlussfolgerung kommen, dass Materie Selbstbewusstsein hat, ja, dass Atome Selbstbewusstsein haben, zwar protomentale Eigenschaften, ja, also vormentale, vorgeistige Eigenschaften, was auch immer das genau bedeuten soll, wenn man es mal übersetzt hat, also so klarer wird es da doch nicht, aber ja, das ist sozusagen eine der Fragen, die gestellt werden, ja, wie ist es doch möglich? Unser Gehirn besteht also ja in letzter Instanz aus Atomen, aber sie sind in einer gewissen Konfiguration bewusst. Das bedeutet doch, dass Atome selbstbewusst sein müssen. Das ist im Prinzip die Schlussfolgerung, derer sich da angesehene Wissenschaftlerinnen und Physikerinnen bedienen. Ja? Also aus einer dialektischen Perspektive ist das überhaupt kein großer Spuk, der hier passiert, weil es sich einfach nur um einen Prozess eben handelt, wo eben ein quantitativer Umschlag, also eine quantitative Veränderung zu einem qualitativen Novum führt. Ja? Das Gehirn, ja? eine extreme Anhäufung von Nervenzellen, die sich eben entwickelt hat über einen komplexen Evolutionsprozess, ja? Der dann dazu geführt haben, dass wir heute eben eine Anhäufung, eine Verdichtung eben von Nervenzellen haben, die sich eben zu einem komplexen Gehirn kumuliert haben und mit dem wir eben die Fähigkeit der Bewusstsein das Bewusstsein auf einem sehr hohen Niveau haben. Ja? Das ist eben der Prozess. Wir haben dieselben Atome, die Atome sind eben in einem gewissen Aufbau. Dieser Aufbau der Atome ist sozusagen dann in den Zellen, die eben sozusagen teilweise aus Proteinen bestehen, eben aus Biomolekülen und die dann eben das Gehirn sozusagen festmachen, ja? Aus denen das Gehirn dann wiederum besteht. Ja? Also wir haben sozusagen einfach nur eine gewisse Quantität von Atomen und von Molekülen, die so und so beschaffen sind, die dann im Ganzen das Gehirn machen, mit sozusagen emergenten, in Anführungszeichen, Eigenschaften, also auftauchenden Eigenschaften. Nur tauchen sie nicht aus dem Nichts heraus auf, genauso wie die Glatze nicht aus dem Nichts heraus auftaucht, sondern es gibt eben einen klaren Prozess, den man folgen kann, den man verstehen kann, der eben aus einer dialektischen Perspektive heraus keineswegs verwundert. Ja.
Also das ist sozusagen einmal einer der wichtigsten Punkte, was damit gemeint ist. Ja? Also was sozusagen aus den ersten Punkten mitzunehmen ist, dass wenn ich Dialektik der Natur sage, dass ich den tatsächlichen Prozess der Bewegung der Natur meine, der eben in Widersprüchen abläuft, ja? Der eben sozusagen in Spannungen und Konflikten der Prozesse abläuft und den wir eben verstehen können, indem wir uns überlegen können, okay, wie laufen Widersprüche ab und was bedeutet das, dass sozusagen zwei verschiedene Entwicklungen auf eine Sache einwirken. Was bedeutet das sozusagen einerseits die Glatze und einerseits nicht die Glatze noch da ist? Ja, was bedeutet das, dass sozusagen noch Haare da sind und dass sozusagen eine Veränderung gerade sozusagen stattfindet? Ja? Und indem wir eben die Gesetze von Qualität und Quantität verwenden, um diese Prozesse zu verstehen und das aufzurollen, kommen wir dem objektiven Verständnis der Natur und der Bewegung der Welt um einiges näher und müssen nicht wie renommierte Wissenschaftlerinnen in wichtigen Fakultäten rätseln, warum auf einmal wir mehr denken können, Anführungszeichen, oder bewusster sind als Regenwürmer. Ja. Also so, das ist der Punkt. Ja. Das sind mal ein paar wichtige Punkte. Ja. Ein zweiter Punkt, das sind auch noch die polaren Gegensätze, über die ich auch schon gesprochen habe. Ja. Also philosophiegeschichtlich, wie gesagt, ist es nichts Neues. Ja. Also wir haben wir haben im Buddhismus, wir haben in alter chinesischer Mythologie viele Überreste bis heute, Konzeption von Yin-Yang, bis hin zu verschiedensten Vorstellungen von Gegensätzen, die einfach mystische Verständnisse, mystische Formen der Erklärung von Dialektik sind, ja, von der reellen Dialektik der Welt. Man hat sozusagen ab einem gewissen Punkt historisch erkannt, okay, es gibt hier Widersprüche, die einwirken auf die Entwicklung der Welt und das können wir eben auch verstehen. Ja? Und dann solche Bilder wie zum Beispiel Yin-Yang, sind einfach eine Hilfe sozusagen, natürlich noch mystisch, ja, natürlich nur formell, es gibt kein inhaltliches wissenschaftliches Verständnis, ja, also sozusagen nur eine Theorie darüber, ja, aber eine richtige Theorie, die eben auf der richtigen Ordnung der Erfahrung basiert, ja. Also das sind Sachen, die polaren Gegensätze, ja. Was ich eben auch gesagt habe, wovon ich auch gesprochen habe, ist eben, dass sozusagen die Sachen aber auch gleichzeitig aufeinander verweisen. Die Gegensätze verweisen aufeinander. Ein Gegensatz, ja, ist ja immer in einem Spannungsverhältnis zu der Sache, zu der eben der Gegensatz im Gegensatz steht. Ja? Aber das ist ja der ganze Witz bei einem Gegensatz. Ja? Also es gibt eine Wechselwirkung, ja, und das sind zwei wichtige Punkte. Erstens steht ja der Gegensatz in einem Gegensatz zu einer anderen Sache. Ja? Es ist ein Prozess. Ja? Und in dem durchdringen sich die Gegensätze auch gewissermaßen. Ja? Also wie ich vorhin gesagt habe, es gibt kein Positiv ohne Negativ. Man kann nicht sozusagen über eine positive Ladung sprechen, wenn es nicht sozusagen einen gegensätzlichen Wert gäbe, den man sozusagen entgegenhalten könnte. Ja? Genauso ist es eben mit Gegensätzen generell. Ja? Die Sachen verweisen aufeinander. Und das ist der nächste Punkt. Es gibt auch einfach eine Wechselwirkung. Ja? Das heißt eben, die Dinge stehen nicht nur in Widerspruch zueinander und zu sich selbst, weil sie sich ja selbst auch verändern, ja, um das kurz einzuschieben vielleicht, es ist auch ganz interessant, die konventionelle, die klassische Logik würde ja sagen, A ist A und die Dialektik eben weiß ja, dass A nicht notwendigerweise A ist, weil sich A eben verändert, wenn A ist der Tisch, ist der Tisch verändert sich, der Tisch verändert in Wechsel, steht in Wechselwirkung zu den Objekten, die sich im Raum befinden, zur Luftfeuchtigkeit, zum Luftdruck, zur Wärme, also und natürlich auch zu den womöglichen Tieren oder sonstigen Dingen, die sich im Raum befinden und interagieren. Ja? Also das ist sozusagen der Punkt hier. Ja? Also die Dinge sind widersprüchlich in dem Sinn, dass sie eben sind und nicht sind. Ja? Der Tisch ist, er ist ein starres Objekt hier. Wenn ich ihn jetzt erfasse, dann erfasse ich ihn eben als Tisch, ja? Als konkret toten Tisch hier. Aber ich kann ihn eben auch in seiner tatsächlichen Bewegung erfassen. Ja? Ich kann verstehen, okay, der Tisch besteht aus Holz. Ja? Das Holz interagiert natürlich noch. Ja? Also das Holz verändert sich, gegeben entsprechend der physikalischen Bedingungen eben im Raum, der Wärme, der Temperatur. Oder der Flüssigkeiten, die eben auch auf dem Tisch ausgeschüttet werden, ja. Also das ist eben der Punkt, ja. Und das findet eben nicht nur auf so einer kleinen Ebene, in Anführungszeichen, wie eben hier in dem Raum statt, sondern auch auf einer massiven Ebene, ja. Also die Dinge stehen ja generell in Wechselwirkung zueinander, ja. Also wir haben diese Wechselwirkungen. Es gibt nichts, es gibt kein Objekt, das außerhalb der Dialektik steht, sozusagen, ja. Die Dialektik ist eben das Ganze, ja, der Wechselwirkung, die sich eben in einem unendlichen Prozess durch Wechselwirkungen und Widersprüche ausdrücken, ja. Und das ist eben genau der wichtige Punkt, ja. Um das jetzt eben hier unter dem Punkt der polaren Gegensätze noch einzuschieben. Ja? Der nächste Punkt ist die Negation. Das haben sicher schon viele gehört.
Negation ist eben der Prozess, ist ein Prozess, wo eben auch ein widersprüchlicher Prozess natürlich. Das sind alles Formen sozusagen, um besser zu verstehen, wie Widersprüche ablaufen, wie eben widersprüchliche Entwicklungen ablaufen. Ja? Eine Negation ist zum Beispiel, ich habe hier Wasser, ja, ich trinke einen Schluck und ich negiere das Wasser quasi. Ja? Hier ist das Wasser, ich habe einen Schluck Wasser genommen und ich habe das Wasser aufgenommen und ich habe es quasi vernichtet in einem gewissen Sinn. Ja? Ich habe das Wasser vernichtet, habe das Wasser aufgehoben. Aufgehoben habe ich es natürlich de facto in Urin, also das ist dann ein biologischer Prozess, der dann sozusagen weiter stattfindet, aber natürlich auch gleichzeitig in Flüssigkeit und natürlich werden sozusagen meine Organe dann auch noch die Flüssigkeit, die ich aufgenommen habe, entgiften, da werden sozusagen noch weitere Prozesse da stattfinden und nur um das kurz gesagt zu haben, ja, das Wasser gibt mir dann auch Energie, in Anführungszeichen, weil in erster Linie Flüssigkeit, aber ja. Ein essentieller Bestandteil meines Körpers, wir bestehen ja zu großen Teilen aus Wasser. Genau, das ist schon das ganze Rätsel, das ganze Mysterium der Negation. Ja? Der Begriff klingt vielleicht ein bisschen starr, Negation, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur, die Negation einer Sache ist eben die Zerstörung einer Sache. Es geht eben jenseits einer Sache, ja, aber hebt die Sache gleichzeitig auf. Ja. Aber das passiert. Ich hebe das Wasser als Wasser auf. Es ist nicht mehr Wasser in dem Sinn. Ich habe es geschluckt, es ist jetzt in mir. Es ist Teil meines Körpers, eines Organismus, der eben hier besteht, ja, in dem eben verschiedene Organe verschiedene zugeordnete Rollen haben. Meines Blutkreislaufs dann im weiteren Sinne, bla bla bla. Das ist im Prinzip das große Rätsel der Negation. Ja. Und das passiert überall. Ja. Es passiert im Kleinen, ja. Zellen werden zerstört und neue Zellen bilden sich, genetische Veränderungen entstehen aufgrund neuer Umstände, ja, zum Beispiel in der Evolutionsgeschichte, Menschen befinden sich oder Tiere, Schwalben befinden sich in neuen Umständen, im neuen biologischen Umfeld und verändern sich, ihre Genstruktur verändert sich, all diese Dinge verändern sich, das ist im Prinzip eine Negation. Ja. Was negiert ist in den Genstrukturen, sind die alten Gene, die eben konfrontiert wurden mit anderen Umständen, ja. Zum Beispiel sind die Schwalben vielleicht gewöhnt gewesen, also waren sie vielleicht daran gewöhnt an gewisses warmes Wetter oder gewisse Bedingungen oder eine gewisse Nahrungsquelle. Die gab es dann nicht mehr an einem anderen Ort. Das Wetter war anders, es gab andere Nahrungsquellen. Dann haben sie sich verändert und diese Konfrontation war eine Negation. Sie haben ihr altes Genom sozusagen negiert, haben es transzendiert sozusagen, haben es überschritten, haben es aufgehoben und da haben dann sozusagen auf einer höheren Ebene angekommen, ja. Höher soll jetzt nicht bedeuten im Sinne höher einer göttlicheren Ebene, sondern sie haben einfach die Widersprüche aufgehoben, sind auf einer höheren Ebene. Ja? Sie können nicht zurück zu der anderen Ebene. Ja? Das heißt, es gibt kein Zurück auch, so etwas wie Zeitreisen zum Beispiel. Ja? Es ist, wenn der Widerspruch, wenn sozusagen die Negation passiert ist, ja, wenn es die Aufhebung gegeben hat, dann ist es auf einer höheren Ebene, weil die Aufhebung da drin steckt, weil die Geschichte, ja, die dorthin geführt hat, da drin steckt in dieser Negation, in diesem dialektischen Prozess. Ja. Da gibt es kein Zurück, da gibt es keine Aufhebung, da gibt es keine Zeitreise, sondern das ist der Prozess, der sich immer weiterführt, sozusagen auf einer höheren Ebene. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Jetzt haben wir die drei Punkte sozusagen ein bisschen thematisiert, Quantität, Qualität, die polaren Gegensätze und Negation. Ja. Und Negation der Negation ist dann einfach sozusagen die Wiederweiterführung sozusagen dieses Widerspruchs. Ja? Also ich habe jetzt das Wasser getrunken, ja, und dann wird das Wasser nochmal entgiftet und weiter sozusagen von meinem Körper verarbeitet. Ja? Und dann wird es wieder negiert. Ja? Das ist der Punkt. Die Negation und Negation ist eben die Weiterführung des dialektischen Prozesses. Ja? Also nur um diese drei essentiellen Punkte mal thematisiert zu haben. Der nächste Punkt, den ich ja eigentlich wirklich schon eingebaut habe, ist die Tatsache, dass wir es ja hier mit Materie zu tun haben. Ja? Und das ist die große Erkenntnis eben der materialistischen Dialektik von Marx und Engels, nämlich, dass wir es nicht nur mit purer Bewegung zu tun haben. Und nochmal das kurz einzuschieben, ich habe ja auch ein bisschen den philosophiehistorischen Durchgang sozusagen auch aufgenommen gleichzeitig. Am Anfang von Bewegung und Veränderung gesprochen, dann bin ich zur Dialektik gekommen, zur logischen Veränderung von Dialektik, ja, habe erklärt, was die fundamentalen Gesetze der Dialektik sind. Und jetzt komme ich eben zu der Erkenntnis, in Anführungszeichen, weil es war ja schon vorher bekannt, dass es sich hier um Materie handelt.
Ja, und das ist auch Philosophiegeschichte die tatsächliche Entwicklung gewesen. Zuerst haben sie in der ersten Linie von Veränderung gesprochen, von Bewegung, von Widersprüchen, und dann ist eben erst langsam das geordnete Verständnis von Dialektik, der Gesetze gekommen, ja, und eben dann das Bewusstsein, dass wir es ja hier mit Materie zu tun haben und dass eben konkret es die Materie ist, die sich verändert. Ja. Es sind nicht irgendwelche kosmischen Strukturen, es sind nicht irgendwelche Geister, die durch den Äther oder irgendeine Geisterwelt oder eine Unterwelt ziehen, sondern es ist die konkrete Materie, die überall besteht, aus der wir selbst bestehen, die sich verändert. Es ist gerade die Veränderung der Materie eben, die solche Phänomene wie Zeit zum Beispiel entstehen lässt. Ja? Das ist der nächste Punkt. Der nächste, ein anderer interessanter Punkt ist nämlich zum Beispiel auch alleine die Entstehung des Lebens. Ja, also auf unserem Planeten konkret, weil über das Entstehen von anderem Leben auf einem anderen Planeten wissen wir leider recht wenig. Also so, von dem her sind wir gezwungen, über unsere Planeten zu sprechen, wenn wir über das Entstehen von Leben sprechen. Ja? Was das Entstehen von Leben betrifft, da gibt es ja eine Vielzahl von Theorien, was da passiert ist. Ja? Es gibt zum Beispiel die Theorie, dass aus dem Weltall irgendwelche Lebensstrukturen oder grundlegende Organismen gekommen sind, das Leben begründet haben. Ja, es gab historisch gab es ganz skurrile Theorien, zum Beispiel, dass einfach aus dem Fleisch heraus, ja, selbst aus dem Nichts heraus Tiere entstehen. Ja, da gab es zum Beispiel im antiken Griechenland die wunderbare Theorie, dass ja aus dem Fleisch selbst die Maden entstehen. Ja, wenn das Fleisch verrottet, dass die Maden selbst aus dem Fleisch entstehen. Es gibt viele wunderbare Theorien, wie denn das Leben entstanden sein könnte. Ja? Also wie die ersten tatsächlichen organischen Zellen zustande gekommen sind, also die ersten Organismen. Ja? Tatsächlich in der Biologie ist es für viele Wissenschaftlerinnen noch schwer nachzuvollziehen, oder es hat auch lange gedauert, bis sozusagen ein Bewusstsein dafür entstanden ist, dass Leben auch einfach entstehen kann in gewissen Umständen. Ja? Dass es möglich ist, wenn sozusagen es wir es mit einer Ursuppe zu tun haben, die etwa vor 3,5 Milliarden, also Milliarden Jahren auf unserem Planeten bestanden hat, in der eben gewisse Stoffe vorhanden sind, ja, eben Proteine in einer gewissen Ausprägung, ja, Aminosäuren in einer gewissen Ausprägung, wir die Grundbausteine für Leben haben, ja, also, und das ist der Punkt, ja. Und das wird eben auch den Prozess des Entstehens von Leben begründet haben. Ja? Also es ist natürlich immer noch ein wissenschaftliches Gebiet, auf dem viel Forschung passiert. Aber das Entstehen des Lebens selbst aus den ersten grundlegenden Organismen, ja, ist ein Prozess, der eben nach denselben Gesetzmäßigkeiten abläuft. Ja? Also die ersten Organismen, die entstanden sind, werden noch wenig mit den uns heute bekannten, selbst mit den einfachsten uns heute bekannten Pantoffeltierchen oder so zu tun haben. Ja? Die einfachsten Organismen werden Dinge gewesen sein, die vielleicht den heutigen Viren ähneln, ja, die sozusagen wirklich an der Schwelle von toter und lebendiger Materie stehen. Ja. Also wird ein langsamer, komplexer Übergang sein zu dem Punkt eben, wo eben die Proteine und die Aminosäuren zum ersten Mal eben Organismen begründet haben. Ja. Der nächste Punkt, der extrem wichtig ist und interessant ist eben auch, sind sozusagen die biologischen Phasen in der Entwicklung des Lebens, in denen eben ein qualitativer Umschwung passiert. Ja? Und ein solcher qualitativer Umschwung war zum Beispiel die Kambrische Explosion. Ja? Vor etwa 500 Millionen Jahren, 600 Millionen Jahren, als in einer vergleichsweise wahnsinnig kurzen Periode aus den sich langsam entwickelten, also Tieren eben, in erster Linie eben auch komplexere Organismen in Richtung von Pflanzen geht. Also die Differenzierung Tier, Pilz, Pflanz war noch nicht denselben Grad ausgeprägt natürlich. Aber es gab schon komplexere Meerestiere, die sich dann eben im Rahmen der Kambrischen Explosion innerhalb von kürzester Zeit entwickelt haben und ausgeprägt haben. Ja? Also, und das ist eben extrem interessant. Ja? Man kann sich es vielleicht ein bisschen so vorstellen, als würde man ein Plastikband ziehen. Ja? Man zieht ein Plastikband und zieht es und zieht es und zieht es bis zu dem Punkt, wo es reißt. Und ab dem Punkt, wo es reißt, reißt es dann irreversibel. Ja? Und das ist ein bisschen auch so, wie diese Prozesse ablaufen. Ja? Also es entwickelt sich eine gewisse Vielfalt, es entwickelt sich eine gewisse Diversität. Ja? Und ab dem ein Punkt erreicht ist, wo eine komplexe Interaktion möglich ist zwischen den verschiedenen Tieren, die es eben gab, zwischen den verschiedenen komplexeren Organismen, ja, wird plötzlich in kürzester Zeit extrem viel möglich.
Ja, in kürzester Zeit ist es dann möglich, aus dem Kadaver von den und den Organismen, aus den Überresten von den und den Organismen andere Organismen zu nähren? Ist es dann möglich, ein komplexeres Nahrungssystem zu schaffen? Und aus dem entwickelt sich dann eben in kürzester Zeit, weil eben die ganzen Wechselwirkungen eben auch noch den Prozess beschleunigen, eine wahnsinnige Diversität an Lebensformen. Ja? Und das sind eben diese sozusagen revolutionären Episoden in der Geschichte, ja? Die aber einfach nach dem Prinzip von Quantität, Qualität ablaufen, was ich eben vorhin dargelegt habe. Also das ist sozusagen der Punkt, ja. Um Parallelen zu suchen in unserer eigenen Entwicklung, ja, also in der Entwicklung des Menschen, die wir alle sind und hier sitzen und zuhören, da liegt gleichzeitig ein extrem wichtiger Punkt, ja. Also vor circa 2 bis 2,5 Millionen Jahren, als sozusagen sozusagen ein Zuwachs der Polarkapfen und eine Trockenzeit in Afrika zu einem Abschwellen der Wälder geführt hat, gab es eben die Entwicklung der ersten Hominiden. Ja? Also so der ersten sozusagen Menschen, also menschlichen Lebensformen, ja, die sich eben daraus entwickelt haben, dass eine der drei großen Gruppen, der drei großen sozusagen Primaten, den Wald verlassen hat, die afrikanischen Urwälder verlassen haben. Ja? Also es gibt drei Gruppen davon. Die Menschen haben eben aufgrund, es kam natürlich eben auf das sozusagen auf das Zurückgehen der Wälder und auf das Schrumpfen der Nahrungsvorkommen verschiedene Reaktionen. Es gibt die Möglichkeit zum Beispiel an den Wald ranzuziehen und zum Beispiel im Laufe eines langen Evolutionsprozesses zu Schimpansen zu werden, tiefer in den Wald zu gehen oder, und das haben sozusagen unsere Vorvorfahren gemacht, in Anführungszeichen, die ersten Hominiden, den Wald zu verlassen und in die Steppe zu gehen. Ja? Und in der Steppe, ja, ist es dann zu einer Veränderung gekommen. Ja? Die Hominiden sind plötzlich in einem anderen Umfeld und werden mit einem Widerspruch konfrontiert. Bislang war es möglich, dass sie sozusagen auf vier Beinen gehen und das war im Dschungel kein großes Problem im Wald. Aber in der Steppe, wo Gefahren sich oft schon von weitem anbahnen und es auch wichtig und sinnvoll ist, von weitem zu sehen, liegt natürlich ein aufrechter Gang nahe. Ja? Also das ist sozusagen ein Faktor, der natürlich den aufrechten Gang nahelegt. Ja? Und in der größeren Notwendigkeit des Benutzens der Füße, um eben weite Distanzen abzugehen und gleichzeitig eben auch ein größeres Sichtfeld zu haben, ja? Und natürlich auch der nächsten Komponente, nämlich der Arbeit, der Veränderung und des Einsetzens von Werkzeugen, haben sich langsam unsere Extremitäten verändert. Ja? Also die Füße haben sozusagen ihre konkret zugeordnete Rolle bekommen, der aufrechte Gang hat sich entwickelt. Und natürlich der wichtigste Punkt, das Benutzen von Werkzeugen. Gerade eben im Benutzen von Werkzeugen und eben wieder in der Negation, in diesem Prozess, in der Negation von einem Stein. Ja? Und das ist jetzt ein komplexer Prozess. Und hier kommt jetzt zu einer kompletten Revolution, in Anführungszeichen, und zu einem extrem wichtigen Punkt. Nämlich, wir sehen den Stein, ja? Wir haben gerade den Wald verlassen vor ein paar, also wir haben gerade den Wald verlassen und sehen einen Stein und denken, okay, dieser Stein könnte sinnvoll sein für einen zukünftigen Akt. Der könnte ich irgendwie in einem zukünftigen Szenario, wir haben das schon gesehen, wir haben einen Stein benutzt einmal, um etwas zu trennen, den könnten wir brauchen, den könnten wir verwenden, aber wir müssen ihn verändern. Ja? Und das zu denken, ist wirklich schon ein komplexer kognitiver Prozess. Ja? Da negiert man nämlich einerseits den Stein, aber in der Negation vom Stein ist eigentlich der Verweis auf ein zukünftiges Ereignis, ja? Sozusagen auf einen Plan. Ja? Und in dem ist dann sozusagen das Bewusstwerden eben dieses Prozesses schon drinnen. Ja? Hier kommt dann zuerst mal die Möglichkeit der Veränderung der Welt, ja, konkret ins Bewusstsein. Ja? Hier ist die Veränderung der Welt nicht einfach nur das treibende Prinzip, sondern erstmals ist es irgendwie da im Bewusstsein, im Handeln. Ja? Die Menschen müssen den Stein nehmen und müssen sozusagen selbst mit der Veränderung der Welt gehen, um sie selbst zu verändern, die Welt. Und zum ersten Mal wird sich die Veränderung der Welt sozusagen selbstbewusst, in Anführungszeichen, wenn man es ausdrücken möchte. Ja? Also das ist das Entstehen des menschlichen Bewusstseins. Ja? Das hat zu massiven Veränderungen geführt, eben auch eben der Einsatz von Arbeit, von dieser Negation, die ich beschrieben habe, hat eben zu massiven Veränderungen geführt in der gesellschaftlichen Struktur, im ganzen Aufbau eben auch und in der biologischen Struktur. Ja? Zur selben Zeit eben auch in eben komplexeren kollektiven sozusagen Strukturen, in eben sozialen Strukturen, in sozialen Körpern, in denen die Leute eben gelebt haben, in den sozialen Gesellschaften eben.
gab es eben auch offensichtlich eine höhere Differenzierung. Ja? Also es gab eine größere Aufteilung. Es gab eine Aufteilung von Produktion, von Schaffen, ja? Von der Einsatz von Werkzeugen. Und wenn ich sozusagen hier stehe und was mit den Werkzeugen mache und irgendwer anders zu dem Fluss läuft und dort irgendwas holt, ja, dann machen wir ganz verschiedene Sachen. Plötzlich wird es notwendig, dass ich ihm irgendwie kommuniziere, dass der irgendwie weiß oder die irgendwie weiß, was ich da mache. Ja? Das ist im Dschungel und im klassischen Urwald, wo wir noch nicht sozusagen die ausgeprägten Extremitäten haben, nicht notwendig. Ja? Da ist es einfach klar, wir bewegen uns in einer Herde, wir bewegen uns von dort nach dort oder wir sind Einzeltiere. Und eine hohe, komplexe Kommunikation ist auch nicht notwendig. Aber wenn sozusagen das Überleben unseres Kollektivs davon abhängt, dass wir effektiv miteinander und uns vermitteln, wer wo was wann macht, dann ist Sprache auf einmal eine notwendige Komponente und wir haben uns auf einmal etwas zu sagen, wie Engels gesagt hat. Das ist ein Engels-Zitat. Ja? Also, genau. Und das haben wir, das ist sozusagen die massive Entwicklung. Aus der Veränderung der Umwelt, aus dieser Konfrontation mit einer veränderten Umwelt, aus diesem Widerspruch entwickelt sich eben die Negation und in der Negation steckt dann eben die Möglichkeit des Bewusstseins. Ja? Wir entwickeln ein komplexes Bewusstsein, die Physiologie des Menschen verändert sich, die Köpfe werden größer, der Kehlkopf wird größer, die Sprache entsteht eben, ja? Diese ganzen neuen Formen entstehen und entwickeln sich eben auf Basis dieser materiellen Grundlage. Also, und eben diese Veränderung, die letzten Milliarden Jahre eben die ganzen physischen und dann biologischen und die ersten biologischen Prozesse angetrieben haben, kommen auf einmal ins Bewusstsein. Ja? Und das ist eigentlich ein unglaublicher Prozess, wenn man darüber nachdenkt, das Bewusstsein. Ja? Also in welche Prozesse da eben stecken. So, dann zum nächsten Punkt. Ja? Also genau, ja? Im nächsten Punkt kommen wir dann schon zu den entstehen langsam von komplexeren menschlichen Gesellschaften auch. Ja? Also Engels hatte sehr ausführlich darüber geschrieben, wie eben die ersten menschlichen Gesellschaften noch bestanden haben, wie eben auch die matriarchalen Gesellschaften ausgesehen haben. Das kann man auch gut nachlesen. Ich werde das kurz skizzieren. Ja? Also dass das Entstehen eben von Klassengesellschaften, ja, ist ja in einem Kontext, wo wir es noch primär mit matriarchalen Gesellschaften zu tun haben, ja, also wo das Mutterrecht vorherrscht, ja, also wo eben die Erblinie sozusagen die Sippenschaft, ja, weil die menschliche Zivilisation war eben für den Großteil ihrer Existenz in solche Sippenschaften organisiert, in denen eben ein konkretes Kollektiv eben, eine Horde, aufgrund eben einer gewissen sozusagen gemeinsamen Erfahrung, einer Sippe zugehört, wo es eben dieselben Erblinien gibt und eben in einer noch nicht definierten Form, wo eben der Vater keine konkrete Rolle gespielt hat, ja, ist es eben auch nicht möglich, die Erbfolge sozusagen über den Vater festzustellen und deswegen Mutterrecht. Ja? Das ist die materielle Grundlage für Mutterrecht in eben den urkommunistischen Gesellschaften, ja? Wie Engels sie beschreibt. Ja? Also wie sie eben auch dann auch archäologisch und anthropologisch ganz oft beschrieben wurden. Ja? Also nicht nur von Engels, sondern von Morgan auch in einer Vielzahl von Anthropologen und Anthropologinnen bis heute. Ja? Also es ist eine Sache, da gibt es alle paar Wochen wieder eine große Erkenntnis dazu, wie die Dinge, die Engels da beschrieben hat, wieder irgendwie bestätigt wurden. Ja? Also man ist eingeladen, sich zum Beispiel über verschiedenste heute noch existierende Urgesellschaften in Anführungszeichen zu informieren, zum Beispiel Lateinamerika, da wird man eben auch ähnliche Strukturen finden. Genau, ja. Und das ist der Punkt. Ja? Wir haben dann aber auch im Rahmen der neolithischen Revolution, im Rahmen der Sesshaftwerdung der Menschen, das Entstehen eines komplexeren Überschusses, ja, eines größeren Überschusses. Ja. Wir werden sesshaft, wir bauen an und wir haben einen größeren Überschuss. Und plötzlich entwickeln sich Differenzen zwischen den einzelnen Sippen, ja, zwischen den einzelnen Gesellschaftssippen. Ja. Also wir haben zum Beispiel eine Sippe, die über einen größeren Überschuss verfügt und eine Sippe, die über einen kleineren Überschuss verfügt. Und langsam differenzieren sich Unterschiede raus. Und wenn wir es dann sozusagen mit großen Siedlungen zu tun haben, ja, zum Beispiel entlang des fruchtbaren Halbmonds, ja, also Fertile Crescent auf Englisch, ja. Dann haben wir es zum Beispiel, dann gibt es eben auch gleichzeitig die Möglichkeit, ja, dass sozusagen eben auch erste basale Handelsrouten entstehen, aber zum Beispiel eben auch erste größere soziale Ausdifferenzierung, ja. Also es gibt einen größeren Überschuss, es gibt auch eine Notwendigkeit, diesen größeren Überschuss zu verwalten. Ja. Es gibt sozusagen eine soziale Differenzierung von Leuten, die eben den Auftrag haben,
den sozialen Überschuss zu verwalten und sozusagen den einfach nicht mehr einfach zu verteilen, sondern den zu verwalten. Es gibt andere Sippen, die nicht über denselben Überschuss verfügen. Es gibt eine größere Sippdifferenzierung. Und dann, ungefähr so vor 10.000 Jahren, entstehen eben auch die ersten Städte mit den ersten Klassengesellschaften. In diesen Klassengesellschaften, wo es dann eben auch mit dem Entstehen auch von natürlich mit dem Verschwinden des Matriarchats zu tun haben, haben wir dann sozusagen eben auch die patriarchalen Gesellschaftslinien. Ja? Also ab dem Punkt eben, wo der Mann in der Gesellschaft eine entscheidendere Rolle nimmt, im Rahmen des Entstehens von Klassengesellschaften, von einer größeren gesellschaftlichen sozialen Ausdifferenzierung, wird dann eben die Erbfolge auch über den Mann festgestellt. Ja? Und dadurch eben weicht dann aber an einem gewissen Punkt das Matriarchat zurück und entstehen eben diese patriarchalen Strukturen. Ja? Genau, ja. Also, und eben dieser kurze Exkurs jetzt eben über die früheste Entstehung der menschlichen Zivilisationen, hier haben wir eben auch dieselben Gesetze der Veränderung. Ja. Also hier finden wir eben auch niemanden, der jetzt hingeht und sagt, ich habe die wunderbare Idee, unser schönes urkommunistisches System jetzt umzuwandeln, jetzt Städte zu bilden und wir gehen jetzt hin, sondern wir haben eben Veränderungen von verschiedensten Seiten, wir haben Wechselwirkungen, ja, die dann eben dazu führen, dass in einem gewissen Punkt es zu größeren Siedlungen gibt und dort eben entwickeln die Leute in den konkreten Kontexten entsprechende Ideen und Vorstellungen über das Leben, ja, die natürlich dann wieder in Wechselwirkung stehen mit ihrem Handeln. Ja. Also es geht natürlich nicht darum zu behaupten, dass Ideen fernstehen, abseits stehen von jeglicher Interaktion mit der Realität, sondern natürlich, dass die Ideen eben in einem konkreten materiellen Kontext entstehen und diesen auch reflektieren. Ja. Das ist der Punkt. Ja. Also das sozusagen nur als Exkurs, ja, diesbezüglich. Der nächste Punkt ist sozusagen auch der Punkt, die Philosophie betreffend. Ja. Und das ist ein Punkt, zu dem man eigentlich noch einiges sagen könnte. Ich werde das ein bisschen kürzen und nur ein paar Dinge dazu sagen. Ja? Also ein sehr relevanter Punkt ist natürlich Hegel. Ja? Wie ich eben ja auch schon vorhin angesprochen habe, Hegel schreibt erstmals über die Dialektik. Ja? Also er schreibt nicht erstmals über die Dialektik, wie ich schon besprochen habe, schreibt man schon seit über 2000 Jahren Philosophiegeschichte über Dialektik. Das war schon in antiken Griechen ein Begriff. Aber Hegel spricht erstmals über die objektive Veränderung der Welt, die er reflektiert in seiner Methode der Dialektik. Ja? Und jetzt ja, ist Hegel beschreibt nicht nur, wie sich die Welt verändert sozusagen in der Dialektik, sondern er entwickelt eine Logik des Widerspruchs, eben die Logik des Widerspruchs, über die ich eben gesprochen habe, die Dialektik als Methode, um eben die Veränderung zu verstehen. Ja? Und das entwickelt eben Hegel philosophisch. Und ab diesem Punkt ja, ist eben ein riesiger Schritt nach vorne in der Philosophiegeschichte getan. Ja? Mit Engels und Marx und mit der materialistischen Dialektik, ja, mit dem Verständnis, dass eben diese Veränderungen, diese Widersprüche, gerade eben die Widersprüche und die Veränderungen der reellen Materie sind, ist es erstmals möglich, diese massive Möglichkeit des Bewusstseins, über die ich eben vorhin gesprochen habe, in der menschlichen Entwicklung, ja, diese unfassbare Möglichkeit der Tatsache, dass die Veränderung eben erstmals eben in dem Entstehen von Werkzeugen, in dem Entstehen eines Gehirns, ja, und eines Sprachvermögens, ja, also dass sozusagen in diesen neuen Formen ja, es eben die Möglichkeit angelegt wird, dass sich die Menschen eben der Veränderung bewusst werden, der Dialektik bewusst werden, ja, das ist sozusagen mit der Philosophiegeschichte und dann mit Marx und Engels, in dem eben über die materialistische Dialektik gesprochen wird, hier ist es dann erstmals möglich, nicht nur sich sozusagen objektiv der Dialektik bewusst zu sein, sondern auch subjektiv. Ja. Jetzt haben wir nämlich eine Methode, mit der wir nicht nur einfach der Veränderung, die es halt immer gibt und den Widersprüchen einfach unterworfen sind und sie verändern können in unserem Handeln, sondern wir können es auch bewusst werden. Ja, wir können plötzlich die Widersprüche und auch die gesamte Bewegung des historischen Prozesses abstrahieren. Ja, wir können sagen, okay, so verändert sich die Welt, so verändert sich die Natur, so verändert sich die Gesellschaft und wir können die Bewegung abstrahieren und wir können sie verstehen. Das ist das, was ich jetzt gemacht habe. Und das waren die letzten Punkte. Ja. Das ist Qualität, Quantität, die polaren Gegensätze, Negation. Das sind die fundamentalen Gesetze eben der Dialektik. Das ist eben überhaupt das Wort Dialektik und die Methode der Dialektik. Ja. Das ist eben genau das. Ja. Was wir hier versuchen ist, wir schauen die reelle Welt an, die reellen Veränderungen der Materie, ja, und wir schauen uns den reellen Prozess an, den historischen Prozess. Wir abstrahieren die Bewegung eben davon
und wir überlegen uns, okay, wie wir das verstehen können. Wir überlegen uns, wie wir erstmal sozusagen nicht nur konkret eben den Gesetzen unterworfen sind, sondern wie wir sie auch verstehen können. Ja? Da gibt es nämlich zum Beispiel auch ein wunderbares Zitat von Engels, eben, dass eben Freiheit genau die Kenntnis der Notwendigkeit ist. Und das zeigt eben das revolutionäre Potenzial der Dialektik. Ja? Und das eben das Kenntnis, das eben auch das Kenntnis der Dialektik. Dass eben, indem wir Dialektik kennen, nehmen wir eben die Veränderung, ja, konkret eben als Methode geordnet haben und sie verstehen, ist es erstmals, ja, in einigen Milliarden Jahren Entwicklung dieses Planeten auch, ja, möglich für uns komplex wirklich darüber nachzudenken und sozusagen die Notwendigkeit zu verstehen und voll eben auch zu bestätigen auch, ja. Aber das ist eigentlich ein extremer Punkt, ja, Dialektik betreffend. Springen wir eben kurz zu unserer Zeit, ja. Also wir haben heute, es kursieren unglaublich viele undialektische Vorstellungen davon, dass zum Beispiel wir Menschen nur von unseren Genen diktiert werden. Ja? Unser gesamter Handlungscode steckt einfach in unserer Genstruktur. Alles, was wir machen und machen werden, ist in der Proteinbiosynthese schon vorgelegt, sozusagen in der konkreten Kommunikation. Ja? Also es gibt tatsächlich renommierte Physiker, diesmal ist es Gendern recht unangebracht, weil das de facto eigentlich Physiker sind. Richard Dawkins zum Beispiel ist einer von denen, die eben konkret diese Position des Gens eben vertreten. Ja? Also The Selfish Gene zum Beispiel war ein Buch von vor einigen Jahren. Aber es gibt eben bis heute noch eine Vielzahl von Biologinnen und Biologen, die das vertreten, auch einfach im Alltag. Ja? Das sozusagen nur die Genstruktur der Menschen determiniert. Ja? Also was natürlich ein Wahnsinn ist, weil wir wissen natürlich, es gibt eine Wechselwirkung, ja, also so, es gibt eben diese dialektische Spannung zwischen den einzelnen Entwicklungen und wir können ja nicht nur sagen, dass es eine gibt, ja. Das ist eine der Legenden, die aktuell kursieren zum Beispiel und gerne benutzt werden, um entweder die bestehenden Verhältnisse irgendwie zu naturalisieren und auf eine menschliche Natur zu projizieren, ja, oder sonst etwas, sonst sozusagen einfach nur daraus resultieren, dass man sich selbst nicht der eigenen Vorstellungen aus der bürgerlichen Gesellschaft bewusst ist, ja. Also, diese zwei Punkte, ja. Und wie wir gesehen haben, ja, die Natur ist eben die Dialektik, ja. Also die Natur zeigt sich eben konkret in ihrer Bewegung, ja, und eben darin, dass wir eben die Natur eben verstehen können, indem wir die Veränderung, indem wir ihre Bewegung verstehen und indem wir eben den Zusammenhang zwischen der Bewegung und dem Leben eben genauer verstehen, indem wir eben verstehen, wie die biologischen, wie die ganzen zum Beispiel Arten also im Evolutionsprozess entstanden sind, ja, indem wir das eben nachvollziehen können. Darin liegt das. Ja. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel der Big Bang, der Urknall. Ja. Das sind Theorien, wo davon ausgegangen wird, dass vor einigen Milliarden Jahren aus dem Nichts heraus, beziehungsweise aus einer unglaublich, unendlich konzentrierten Singularität, plötzlich die gesamte Materie entstanden ist. Und als materialistische Dialektiker, Dialektikerinnen negieren wir natürlich nicht, dass es nicht möglich ist, dass vor einigen Milliarden Jahren etwas so solches wie den Urknall gegeben hat. Ja? Aber es ist natürlich komplett haarsträubend absurd, dass die Materie erst vor ein paar Milliarden Jahren entstanden werden soll. Ja? Die Materie ist eben die Materie. Ja? Also wir können nicht davon ausgehen, dass irgendein wohlwillenwollender Schöpfer, irgendeine Schöpferkreatur vor einigen Jahren sich gedacht hat, ja, ist nichts. Materie, vielleicht ist das nett, ja, und dann war sie plötzlich da, ja, das ist natürlich ein sehr unwahrscheinliches und skurriles Szenario, ja, was wir sehen, ist Materie, unendliche Materie, in einem unendlichen Prozess des Durchdringens der Gegensätze der Negation, des Umschlagens von Quantität in Qualität, ein unendlicher Prozess, der stets auf einer höheren Ebene stattfindet, und was höhere Ebene bedeutet, habe ich eh vorhin erklärt, ja, also, das ist der Prozess, ja. In unserer heutigen Epoche erscheint die Tatsache der Dialektik natürlich in erster Linie erschreckend. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der die grundlegenden Notwendigkeiten, die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen nicht erfüllt sind, indem wir in unserem Alltag entfremdet sind von unseren Mitmenschen, von so etwas wie Gesellschaft, ja, von eben wie gesagt grundlegenden menschlichen Notwendigkeiten. Wir sind entfremdet davon. Ja, also und wir sind auch nicht nur entfremdet, wir sind auch ökonomisch in Bedrängnis. Wir haben es mit einer Welt zu tun, die scheint aus den Angeln zu fliegen,
mit massiven politischen Instabilitäten, mit massiven Krisen, mit massiven Krisen, Kriegen, also mit einem weltweiten Chaos. In so einer Situation ist wahrscheinlich das Einzige, was nach vorne tritt, wenn wir Dialektik hören, unsere Insignifikanz. Die Tatsache, dass wir eigentlich ja unbedeutend sind. Wir sind eine winzige Ansammlung von Materie in einem unendlichen, sich nie wiederholenden, sozusagen stets verändernden Meer von Materie. Und wenn wir tot sind, sind wir tot. Das war's. Da gibt es dann sozusagen nichts mehr. Ja? Also wir sind eine Ansammlung von Materie und das sozusagen, das ist es. Und das Einzige, was da wahrscheinlich erscheint, wenn wir Dialektik hören, ist entweder unsere Insignifikanz oder die Negation, der Tod. Ja? Also das sind Sachen, die natürlich hervortreten in der aktuellen Gesellschaft. Das sind Sachen, die natürlich gleich als Erste hervortreten, hoppla, das ist ja eigentlich, das wäre eigentlich so, wir sind ja unbedeutend. Ja? Also das wird natürlich auch oft so vermittelt. Ja? Und ich persönlich habe auch den Eindruck, dass viele Leute vor Dialektik auch zurückschrecken, gerade eben auch aufgrund der Tatsache, dass man sich denkt, okay, hoppla, da muss ich mich ja wirklich mit solchen Sachen beschäftigen. Da muss ich ja zum Beispiel wirklich so etwas zum Beispiel Agnostizismus ablegen. Ja? So etwas zum Beispiel. Ja? Dann kann ich ja wirklich verstehen, wie die Welt, ja, dann gibt es ja eigentlich nicht solche weißen Flecken auf der Landkarte des Wissens, die ich komplett nicht wissen kann. Ja? Es gibt eine Methode, mit der ich mich an Dinge herantasten kann, mit der ich Dinge wissen kann, über die ich noch nicht ausreichend Wissen habe. Ja? Also zum Beispiel Engels hat ja auch über die Entwicklung, über den Einfluss eben auch der Arbeit in der Entwicklung des Menschen geschrieben. Ja? Und da hat er auch einen massiven Korpus an Nachforschung antizipiert, aufgrund eben des Einsetzens der dialektischen Methode, auch in der in seinem Anti-Dürer, ja. Also Engels schreibt über Physik, über Naturwissenschaft auf einem Niveau und mit einer gerade zum Beispiel auch über mathematische Unendlichkeit mit einer Fachkenntnis, die daraus resultiert, dass er eben dialektische Methode anwendet, ja. Also das ist sozusagen eben der Punkt, ja. Zur selben Zeit, wie gesagt, ist es in einer Gesellschaft, in der eben wir so entfremdet sind, wie wir eben sind, wie ich vorhin dargelegt habe, schwierig eben auch über Dialektik zu sprechen und auch über diese Veränderung zu sprechen und auch gleichzeitig eben auch über Materie zu sprechen, weil man sich natürlich oft denkt, okay, aber da sind wir ja unbedeutend. Und gerade eben hier in diesem Punkt ist es extrem wichtig, eben auch über Sozialismus zu reden und was eben auch es bedeuten würde, die Produktionsmittel eben aus dem Zustand des Privatbesitzes, aus dem Zustand der Produktion eben für private Interessen zu holen und die Produktion selbst sozusagen zu Bewusstsein zu bringen, ja, selbst durch Arbeiterräte eben selbst demokratisch sozusagen, ja, bewusst, ja, die Produktionsmittel zu übernehmen und sie zu verwalten, ja, was Sozialismus eben bedeutet, ja, und eben darin steckt eben eine massive Möglichkeit, ja, gerade eben darin steckt die Möglichkeit des Bewusstwerdens, ja, und des Lösens des Widerspruchs sozusagen und der Trennung von Kopf- und Handarbeit, ja, dass sozusagen ein Teil der Gesellschaft in der Klassengesellschaft nur manueller Arbeit nachgeht und ein Teil nur intellektueller Arbeit nachgeht, in Anführungszeichen, ja, also das ist eben möglich, durch im Rahmen eines sozialistischen Produktionsmodus zu lösen, ja. Und darin steckt dann eben auch das gleichzeitig eben dieses, das unsagbare Potenzial eben auch der Menschheit. Ja? Gerade eben aufgrund der Tatsache, dass wir eben keinen Schöpfergott vor uns haben oder irgendeine menschliche Natur, die sich zum Beispiel auf irgendeinen Egoismus oder auf irgendeine derartige Konstruktion beschränkt, zurückfallen müssen. Gerade eben aufgrund dieser Tatsache gibt es eben eine unglaubliche Möglichkeit der Weiterentwicklung, sozusagen der Transzendierung eben auf einer höheren Ebene. Ja? Gerade eben aufgrund des dialektischen Prozesses ist es uns eben auch möglich, wenn wir sozusagen eben auch die sozialistische Revolution eben auch, wenn das realisiert wird, ja? Und das ist eben genau das, was wir machen als Organisation. Ja? Also wenn das realisiert ist, dann ist es eben auch noch einmal ein ganz anderer Blickwinkel, aus dem uns Dialektik erscheint, aus dem uns sozusagen auch das Bewusstsein erscheint. Ja? Und gerade eben dann ist es
darin zeigt sich eben auch die Wichtigkeit der dialektischen Methode, um eben die Welt konkret so zu verstehen und konkret so aufzufassen, wie sie ist, in ihren Widersprüchen eben. Als Materie, die sich verändert, als Materie, die sich unendlich in einem ewigen Prozess sozusagen verändert. Ja? Und gerade darin steckt eben auch die Möglichkeit, dass wir uns sozusagen aus der Urgeschichte des Unbewusstseins der Menschheit heben und sozusagen sowohl der Produktion bewusst werden, als auch der Veränderung bewusst werden und das sozusagen reell in einem Prozess eben umsetzen. Ja. Fertig.